Es ist die Saison des Can Usun. Der Youngster knüpft beim Rückrundenstart gegen Rostock an seine starke Hinrunde an. Sein Doppelpack ebnet den Weg zum 3:0 Heimsieg, besonders der erste Treffer imponiert. Natürlich ist es ein Traumtor, aber dass der Junge diese Technik hat, um so ein Tor zu schießen, das wissen wir jetzt auch alle. Letzten Endes sage ich euch auch ehrlich, ob er in den Winkel schießt oder am Torwart durch die Beine oder abgefälscht reingeht, letzten Endes für die Zuschauer ist schön, weil sie sagen, boah, das war ein Traumtor, aber ja, jeder ist herzlich bei uns eingeladen, Tore zu schießen. Die Verschnaufpause für Can Usun und seine Teamkollegen ist kurz. Bereits am Freitag geht es in Hannover weiter. Auswärts war die Spielvereinigung Greuther Fürth bereits an diesem Wochenende gefordert und meisterte die schwere Aufgabe in Paderborn mit Bravour. Angeführt von einem überragenden Jonas Urbig rückt das Kleeblatt jetzt auf Platz 4 vor. Wir nehmen den 3 Punkte natürlich sehr, sehr gern mit. Was jetzt nicht grundsätzlich so zu erwarten war im Vorfeld, ja, weil du von diesen 7 ungeschlagenen Spielen davor jetzt in der Vorbereitungsphase auch nicht so viel gesehen hast und deswegen gehst du jetzt auch nicht mit diesem vermeintlichen breiten Kreuz dann in die Rückrunde rein, aber die Jungs haben einfach von Anfang an wieder gezeigt, was für Qualitäten sie haben. Fürth hat nach dem 1:0 Auswärtssieg richtig Rückenwind. Am Sonntag reist Kiel zum Spitzenspiel in den Ronhof.